So, hallo, ich bin der Arkedos und wir machen weiter bei Rise of the Triads. Ja, nach dem etwas holprigen Start in dieses Level im letzten Part, geht's jetzt hier weiter im nächsten Abschnitt. Und ja, wir müssen hier uns mit diesen schönen Feuerbällen auseinandersetzen. Die jetzt verschwinden. Ah ja. Und hier gibt's auch irgendwie immer noch keine neuen Waffen. So, jetzt muss man hier durch, ganz schnell. Bevor das Feuer wieder kommt. Ah, ja. Wie ich schon erwähnt habe, den Soundtrack. Ich finde ihn einfach cool. Ich springe die Gegner einfach durch. Von oben runter. Und klau mir wieder meine Waffen. Ich hätte mal gerne die MP40 wieder. Oder wenigstens eine zweite Pistole. Oh, ja. Okay. Ja, schmeiß doch mit deinen Granaten um dich. Du bist trotzdem tot. So. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Ah ja, das war das Achievement, so einen Typen mit einer Pistole zu töten. Ja. Willst du was zu futtern? Das hält uns am Leben. Hier ist halt immer noch keine. Let's rock. Keine Waffe in Sicht. Ja, du kommst auch noch einfach weg. Komm. Ja, die Gegner-KI schlägt mal wieder zu. Trotzdem würde ich mich über eine neue Waffe mal freuen. So, und steht hier. Steht da aber nicht mehr lange. Bam. So. Ah, endlich. So. Jetzt geht's wieder. Ja, wie gesagt, das ist halt, manchmal kann es irgendwie sein, ich weiß auch nicht, wovon das abhängt, aber manchmal kann es sein, dass man irgendwie, wenn man einen Checkpunkt neu lädt, oder das Level neu starten muss, weil man vorher irgendwie in dem ersten Checkpunkt stirbt, dass man einfach mal komplett neu laden muss. Nicht komplett neu laden muss, dass man alle Waffen verliert und das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber, ja, ich habe jetzt wieder zwar noch nicht alle Waffen, weil mir fehlt noch die zweite Pistole. Aber wenigstens mal wieder die MP40. Wenigstens muss man sich hier um Munition keine Gedanken machen. So, 8 ways to hack. So. Na. Hier ist auch, glaube ich, schon gleich das Level zu Ende. Sodass ich auf jeden Fall noch das nächste Level spielen kann. Vielleicht auch komplett, je nachdem, wie schnell ich jetzt hier bin. Ja, holt euch mal. Es bringt euch nichts. Ihr sterbt alle. Von diesen Rollos. Und die reagieren mal wieder nicht auf einen. Ja. Erst wenn man sie anschießt. Immerhin dann. Es gibt auch Spiele, da reagiert die KI gar nicht. Vor kurzem ist dieses unsägliche Ride to Hell rausgekommen, was man wirklich, also das geht wohl gar nicht, das Spiel, was ich da so bisher gesehen habe. Aber gut, das hier ist zum Glück nicht Ride to Hell, das würde ich auch niemals let's playen wollen. Ich glaube, das will auch kein Let's Player sich freiwillig antun. Egal ob bekannt oder unbekannt. Weil, ja. Das ist einfach zu scheiße, das Spiel. So, irgendwo ging es jetzt hier weiter. Oh, hier muss ich erst noch, glaube ich, dafür sorgen, dass die Türen offen sind. Aber erstmal wollte ich mir noch so ein paar Münzen abholen. Aber irgendwie komme ich gerade nicht da hoch. Na, komm schon. Jawohl, so. Genau, den Schalter haben wir umgelegt. Wow. Ach so, ja, hier waren jetzt in manchen Türen so Fallen, da muss man jetzt gucken. Und in einer geht's, glaube ich, weiter. Stimmt. Mahlzeit. Was zu essen. So, ein Big John. Bei dem wir mal auf Abstand gehen, wegen Granaten, die kann er auch nicht unendlich weit schmeißen. Ah ja, hier geht's glaube ich weiter. Ah ne, hier ist der Levelausgang. Ja. Genau. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Level. Erst 5 Minuten im Part.
Da können wir locker weitermachen. Das vierte Level, Four-Way Chamber. Und danach erwartet uns wieder ein Bosskampf. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich finde die Bosskämpfe auf jeden Fall cool in dem Spiel. Einen habt ihr ja schon gesehen. Das wird dann der zweite von vieren. Ja. Ja, genau. Ach, das war das Level. So. Einmal den. Und einmal den. Und dann nehmen wir den Zielsucher wieder. Na, irgendwie will der Zielsucher nicht, wie ich will. Dann machen wir es halt in guter alter Handarbeit. Also, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern, ne? Schön selber, ohne technische Hilfsmittel. Ah, das ist, glaube ich, nicht weniger verfänglich. Sorry. Ja, egal. Lassen wir das. Bleiben wir mal beim Spiel. Diese Wand hier sieht verdächtig aus. Genau, ja, stimmt, hier, genau, da kommt man dann wahrscheinlich wieder dann über die Wand da raus. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Ja. Wenn das, wenn dieses Video jemand schauen sollte, der es zufällig weiß, ja, könnte ich auch gerne sagen. So. Ah, jetzt habe ich endlich wieder zwei Pistolen. Hooray. Aber man benutzt sie eh kaum. Außer man will dieses Achievement machen, dass man irgendwie 666 Gegner mit nur Pistolen töten muss. Ah, jetzt kommen hier wieder so tolle Fallen. Aber die sind nicht so schwer zu bezwingen hier. Einfach ducken. Und wenn sie nach oben gehen, einfach durchlaufen. So. Genau, dann kann man hier den Schalter aktivieren. Ja. Aber man muss sie halt auch aktivieren, weil die Fallen ja immer am Anfang erstmal nach unten gestellt sind und man kommt dann da nicht vorbei. So, dann ist... Ja, so. Dann ist das hier aktiviert. Und dann können wir den Schalter umlegen und... Auf der anderen Seite, wo eben noch zwei standen, nämlich genau die da, wo der Gegner auch da ist, dann kommen wir da durch. Noch ein Gegner. Und wir sammeln erstmal Münzen ein. Was es sonst noch so gibt. Ah, Essen. Essen ist immer gut. So. Und da müssen wir uns jetzt einen Weg nach unten bahnen. Nämlich wenn diese Plattform steigt, dann geht man eigentlich... Ah nee, stimmt. Ach, ja, ich bin ja auch ein Depp. Ich bin so deppert. Man muss ja auch erstmal die Plattform aktivieren. Die bewegen sich nämlich automatisch rauf und runter. Man kann es ja alles aufmachen. Ja, auch leider so eine Falltür, wo man dann Gefangene hier in die Lava schmeißt. Das vergesse ich irgendwie immer, die armen Gefangenen. Ich will mehr eigentlich retten. Gut, das ist nicht die Aufgabe von einem, man kriegt dafür auch nichts. Aber man kann sich zumindest am Leben lassen. Und so irgendwie dumm töten, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe da nur nicht dran gedacht. Wow, ja. Ja, hier ruckelt es wieder etwas. Immer ein bisschen... Ja, so größeren Gebieten mit so Feuereffekten, da ruckelt es irgendwie anscheinend immer ein bisschen. Und mehr Münzen. Na? So, ja genau, das war die Stelle. Hier rum und hier rein und nicht in die Lavafallen dabei. Und dann, ja, kommt bitte auf den Gegner, genau. Oh, und ja, geduckt kommt man ja einfach durch. Hier ist jetzt wieder so ein Big John am anderen Ende des Ganges. Den wir einfach mal töten. So, einfach geduckt durch. Ah ja, hier ist jetzt eine schöne Falle. Das Ding kommt nämlich auf uns zu und wenn man es nicht weiß, stirbt man ja einfach. Aber hier ist ein Schalter in der Wand, den wir betätigen und dann kommt man ja einfach locker durch. Ist eigentlich ganz easy. Aber die ersten paar Male bin ich hier gestorben, bis ich gecheckt habe, dass da diese eine nicht angezündete Fackel eigentlich einen Schalter darstellt. Ja, sowas muss man halt erstmal wissen. Und dann Big John. Mal besser auf Abstand wegen der Granate. So. Ah. So, zack.
Ich glaube, hier geht's auch weiter. Kurz gucken. Hier oben sind noch ganz viele Münzen. Kann man sich noch alle einsacken. Ja. Genau. Ja, so reagieren die Gefangenen zumindest, wenn man als Frau hier rumläuft. Ich weiß nicht, ob die anders reagieren, wenn man hier als Mann rumläuft. Ja, solche Kommentare haben die Gefangenen hier so auf jeden Fall auf Lager. Und ja. Ah ne, hier geht's wieder zurück. Das wollte ich nicht. Genau, wir müssen den Goldschlüssel suchen. Oder finden. Und diese Aufgabe werden wir uns annehmen. Da oben ist er nämlich auch schon. Und wir werden direkt beschossen. Und irgendwie bin ich gerade unnötig gestorben. Barreling Down. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich muss das nochmal machen. Ich hab grad ein bisschen unnötig viel AP verloren. Ich dann doch. So, erst abwarten. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Und ja. Dann schaffen wir das natürlich auch. So, der ist Geschichte. Ja, auch. Hier war noch ein bisschen Reis. Der startet dumm in der Gegend rum. Wir nehmen erstmal wieder die Münzen mit. Und holen uns dann den Gold-Key. So. Gehen wir hier durch. Diesmal wissen wir ja, dass da einer steht. Ah, wie war das nochmal? Ich muss überlegen. Ach ja, genau. Nein, so nicht. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Das muss ich im Part wieder ein bisschen überziehen. Allerdings weiß ich jetzt, was ich machen muss. Ist auch schon mal was. Versuche ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube zu drücken. So, wieder hier durch. Ah, das Speichersystem ist wirklich so auch so ein bisschen ärgerlich, weil... ja, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Checkpunkt-Speichersysteme. Wenn die Checkpunkte ja etwas sinnvoller gesetzt sind, dann sterbe ich sogar daran. Das wird sehr knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Na komm, stirb, stirb, stirb. Komm, geh nach oben. Jawohl. Jawohl. Los, go, go. Leiten wir mal eben die Gegner und hoffen wir, dass diese Sprungpassage jetzt noch klappt und ich mich nicht wieder zu dämlich anstelle. Ansonsten beende ich den Part einfach an dem letzten Checkpunkt dann, wenn ich wieder sterbe. Und mach im nächsten Part weiter. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen,
beende ich den Part hier mal am nächsten Checkpunkt, an diesem Checkpunkt, damit er nicht zu lang wird. Und ja, sag bis zum nächsten Mal bei Rise of the Triad. Wie immer, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht so gefallen hat. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.